Du weißt gar nicht, wie viele intelligente oder superfleißige Studierende eine schlechtere Note in den Prüfungen haben, weil sie immer wieder denselben Fehler machen. Es regt mich langsam auf. Moin moin zusammen. Ich bin der Andi und ich bin Doktorand an der Universität und ich muss tagtäglich Prüfungen korrigieren. Und mir fallen immer wieder dieselben Fehler auf. Genau aus diesem Grund möchte ich in diesem Video anhand von Beispielen auf diese 5 Fehler eingehen und dir genau zeigen, wie du diese eliminierst, damit du eben die geilere Note bekommst. Und damit hüpfen wir doch direkt rein. Und zwar starten wir mit unleserlich schreiben. Zieh dir einfach mal Folgendes rein. Probier doch mal das hier zu identifizieren. Was steht da? Schreib's doch mal in die Kommentare. Und wenn ich als Prüfer, ich bin jetzt ein junger Prüfer und bin noch motiviert und habe Bock, dem Studierenden zu helfen, dass der eine geile Note bekommt. Deswegen mache ich mir die Mühe und sogar wenn es so ein Geschmiere wie da jetzt ist, dann versuche ich noch so gut es geht es zu lesen und vielleicht mir ja auszumalen, was da stehen könnte. Aber es gibt Dozenten da draußen, die denken sich, ich habe gerade 200 Prüfungen von mir und du blöde Nudel hast so unleserlich geschrieben, du bist selbst schuld. Ich kann das nicht lesen, ich habe keinen Bock drauf, mich dahin zu hocken und das großartig durchzulesen. Und deswegen, zack, 0 Punkte. Und das passiert wirklich häufig. Der nächste Punkt ist dann eben Verben und Aufgaben falsch interpretieren. Hä, was meine ich jetzt damit? Folgendes Beispiel. Analysiere die beiliegende Bilanz, nennen Sie eine auffällige Entwicklung, interpretieren Sie, ob dieses positiv oder negativ ist und erklären Sie deren Auswirkungen auf das Unternehmen. Nun müsstest du diese Aufgabe beantworten, ne? Unten im Text. Und du glaubst gar nicht, das ist das Allerschlimmste, dass die Studierenden nicht wissen, was sie da eigentlich wirklich zu tun haben. Und das ist eigentlich super simpel. Schau her. Selber Text, alles identisch, nun habe ich es dir aber farblich markiert. Ich möchte einmal, dass du die Entwicklung nennst, dann muss der wirklich die Entwicklung von der Position oder XY, die hat stattgefunden, es ist gestiegen, ist gefallen. Dann interpretieren Sie das, ob es positiv oder negativ ist. Also ist diese Entwicklung gut oder schlecht. Das muss irgendwie dastehen und zu guter Letzt erkläre dann die Auswirkungen auf das Unternehmen. Da muss noch ein Satz stehen, diese positive oder negative Entwicklung von mir aus hat die und die Auswirkungen auf das Unternehmen. Und das sind eben die 3 Sachen, die wir haben wollen. Und wenn ich das durchschaue, schaue ich, aha, Entwicklung erkannt, check. Positiv oder negativ, check. Auswirkung steht auch da, check. Volle Punktzahl, super simpel, Pimpel. Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Mehr angeben als gefordert. Wie viele Studierende das immer machen? Ich weiß nicht warum, woher haben die das? Aber machen wir mal folgendes Beispiel. Nennen Sie 5 Strategien, um irgendwas zu machen. Also erstmal Kanal abonnieren, logisch. Video liken, falls es bis hierhin irgendwie dir geholfen hat, like doch mal das Video, hilft mir mit dem Logarithmus und so. Danke. Dann 3. Strategie, das gekritzelte Identifizieren und Kommentieren von vorhin, ne? Das ist die 3. Die 4. das Video mit jemandem teilen, wunderbar, und dann auf Instagram folgen. Das sind die 5 Strategien, die hätte ich eigentlich von dir gewollt. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du irgendwie alles Mögliche hingeschrieben und jetzt schreibst du plötzlich eine 6. Strategie hin. Andi einen Kuchen zu schicken. Vielleicht ist das sogar richtig, der 6. Punkt. Aber das wäre unfair gegenüber den anderen, wenn ich jetzt bei dir durchgehe und mir die 5 Strategien raussuche und dir volle Punktzahl gebe. Nein, das darf ich nicht. Weil andere haben vielleicht nur 5 Punkte genannt und dann war bei denen was falsch, aber die haben halt den 6. Punkt nicht genannt. Du verstehst, was ich meine. Was mache ich also als Prüfer? Ich gehe her und gehe einfach nur die ersten 5 Angaben, die du gemacht hast. Die gehe ich durch. Die anderen streiche ich durch und dann werte ich die. Und auch wenn unten im Gestrichenen alles richtig war und du zuerst nur Blödsinn genannt hast, werde ich das als Prüfer machen, weil das einfach fair ist. Ne? Ganz einfach gegenüber den anderen, die halt einfach wirklich nur 5 Sachen hingeschrieben haben. So gehen wir da als Prüfer vor. Nächster Punkt. Und zwar Aufgaben nicht betiteln. Oh mein Gott, wie oft ich das sehe, da kriege ich so einen Hals. Eine Aufgabe hat meist A, B, C, D oder 1, 2, 3, 4. Und dann legen die Studierenden los. Und am schlimmsten ist es, wenn sie gar nichts hinschreiben. Also wirklich so, nicht 3a, Klammer zu und dann drunter die Aufgabe und Dings, sondern einfach nur wapp runter. Und ich als Prüfer muss mir dann raussuchen, zu welcher Aufgabe was ist. Und manchmal ist das eben so, dass das nicht direkt trennbar ist. Ne? Dass möglicherweise Sachen, die du bei B schreibst, auch theoretisch vielleicht bei A möglich wären. Und ich müsste es mir dann wieder raussuchen. Also, jetzt gibt es verschiedene Herangehensweisen. Manche Prüfer sagen dann, ich weiß nicht, welche Aufgabe du bearbeitet hast. Alles durchgestrichen. Oder für mich ist das jetzt alles gerade die 3a.
Manche machen sich wirklich nicht die Aufgabe oder die Arbeit und gucken dann durch, wo könnte das dazugehören. Darum ganz simpel, schau mal her. Wenn du 3a machst, schreibst du hin, 3a, Klammer auf, dann schreibst du deinen Text. Dann schreibst du 3b. Von mir aus, weil du C gerade nicht kannst, aber D würde dir einfallen, dann machst du Klammer auf, also 3D, Klammer auf und schreibst das hin. Absolut in Ordnung. Weil ich als Prüfer, mir ist es doch egal, ob ich umblättern muss. Wir korrigieren immer gleich. Wir machen erst die 3A, korrigieren wir bei allen, dann die 3B, dann die 3C und wir suchen uns die schon, aber du musst uns halt sagen, wo das Ganze ist. Und dann fällt dir wieder die 3C ein, ballerst die hin, schreibst deinen Text runter, alles gut. Aber betitel deine verdammten Aufgaben mit den, welche zu welchem Text gehört. Ganz simpel. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, und das sind Punkteangaben ignorieren. Das ist auch ein Tipp an dich. Die meisten Prüfer, auch so wie ich, sind so lieb und geben bei Prüfungen ganz genau an, was du zu tun hast. Nehmen wir mal die Aufgabe von vorhin, die wir gerade eben hatten. Ne? Da schreiben wir dann dahinter in Klammern zum Beispiel, für dich so lieb wie wir sind, 3 Punkte. Dann weißt du, dass ich als Prüfer 3-mal einen Haken setzen möchte. Und wenn du eine Aufgabe hast mit 3 Punkten, zum Beispiel die hier, dann weiß ich doch schon, aha, Entwicklung gibt einen Punkt, Interpretation gibt einen Punkt und die Auswirkung gibt einen Punkt. Oder nenn mir das und das theoretische Modul. Ne? Und dann weißt du, aha, das theoretische Modul hat 8 Inhalte, jetzt gibt es aber 10 Punkte. Dann wird es aber schon mal 8 für diese 8 Inhalte geben. Und vielleicht steht noch da, und interpretieren Sie dieses. Dann weißt du, dass es für die Interpretation 2 Punkte geben muss. Die anderen 8 sind nämlich für das Grundmodell übrig gewesen, also dafür vorgesehen. Und dass die Interpretation vielleicht 2 Fachbegriffe von dir verlangt. Oder 2 Erklärungen, verstehst du? Und so immer anhand den Punkten durchgucken, wie würde denn der Prüfer das durchschauen? Und wir wollen es eigentlich ganz simpel haben. Wir wollen, dass du die Begriffe nennst, Häkchen, wir wollen, dass du die Aufgaben bearbeitest, Häkchen. Du merkst, wir wollen da schnell durch. Wir sind nicht immer Negativstudent meist, sondern hilf uns, dir gute Noten zu geben. Ganz simpel. Also beachte zukünftig diese Tipps und Tricks. Hier habe ich jetzt ein Video, wo ich über mein Doktorandenleben spreche, falls dich das interessiert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.